Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 2. Wir spielen ein komplett neues Spiel. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, mit dabei seid. Ich bin euer Dennis, aka IDK Gaming for You. Und wir spielen nicht weiter im Online-Modus, sondern machen heute gemeinsam die Kampagne. Ein komplett neues Spiel. Wir haben das verstanden. Das sind Inhalte für Erwachsene. Ich hoffe, ihr seid bereit und ihr kriegt von mir natürlich wie immer das Ganze in 4K 60 FPS bestmöglicher Grafik, was die PS5 hergibt. Also lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und wir starten als Soldat, würde ich sagen. Let's go. Willkommen in Al-Masra. Und ich habe ja schon sehr, sehr viel Gutes von der Kampagne gehört, deswegen möchte ich sie euch einfach Go, auch nochmal Eagle, Shadow 1 ist nachliefern. feuerbereit. Und Wir verlieren Leute, jetzt Zeit. die Grafik Verstanden, ist geisteskrank Moment. gut. Laswell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Auftritt Ghost. Und damit sind wir im Spiel. Wie geil ist das denn? Simon Ghost Riley. Wir spielen Schlag Nummer 1. Nette Knarre haben da wir da kommt in ein der Hand. Heli. OMG. Das hat General Und Gobrani. dieses Was Spiel ist genau? einfach Jetzt drauf da finden wir der heraus, was der absolute mitten im Nirgendwo vorhat. Oberhammer. Sagt ihr mir gerne, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr grundsätzlich eher ein Fan oder nicht so ein Fan von Ballerspielen und Shootern seid. Und schaut vor allen Dingen Ist auch im gerne Visier. mal in die Was siehst du? Videobeschreibung rein. Denn da findet ihr die Einladung zu meinem Discord-Server. Hereingezoomt, rausgezoomt. Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gorbani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gorbrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Probieren wir es mal, ob wir ihn identifizieren können. Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Komm schon, dreh dich um. Und Ziel bestätigt. Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Oh mein Gott, drin. Ich hab Gänsehaut. Ziel zugewiesen. 2, 1, Schuss! Rakete ist unterwegs. Benötigt manuelle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Mach 3 mit über 3000 km/h. Shit, wir müssen hier durch den Canyon durchsteuern. Das ist das richtige Fenster. Beibehalten. Jack, komm scharf rein. Ja, auf Einschlag vorbereiten. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3, 2, Nein, Raketeneinschlag zu weit vom Ziel entfernt. Verbindung ist gut, wieder fast. Gut. Sie benötigen manuelle Stabilisierung. Rakete auf Kurs Nordost bei 065 Grad mit Mach 3. Höhe 500 Meter. Alter, Mach 3. Immer noch. Das ist viel zu gut. Das ist viel zu gut das gemacht, ist das Ding. Das richtige Fenster. Beibehalten. Jack, komm scharf rein. Auf Einschlag vorbereiten. Booster. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3, 2, Verdammte Scheiße! Treffer. Ziel zerstört. Holy shit, was ein Auftakt. Und ich sag nochmal, willkommen bei Modern Warfare 2. Mehrere Monate später. Herein. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick. Sind wir im Krieg?
Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Quds-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur einen Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Oh mein Gott, ist das geil. Die Marine laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Soap McTavish. Holen wir uns diese Bastarde LT. Das wird klasse. Oh mein Gott, die Grafik ist so geisteskrank. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten drei Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt zwei Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend, nur im Notfall töten. Beeilung! Und was für eine Stimmung. Alter, das ist ja geil. Zack, mach den Grill an. Razor 1, Bravo-Einheiten abgesetzt. Auf zur Sekundär-LZ. Holy shit, ist das gut gemacht. Auch alleine das Nachtsichtgerät jetzt hier, ne? Achtung, Razor 1 ist erfasst, stehen unter Beschuss. Beschuss, Täuschkörper! Scheiße, das war knapp. Zweite Rakete! Boah, krass. Zweite Rakete? Oh, fuck. Razor 1 ist erfasst, wir schützen ab! Alpha, Lagerbericht. Alpha, komm! Bravo! Alpha ist bewegungsunfähig! Kritische Treffer! Scheiße! Wir stehen unter direktem Beschuss! Alpha, wir rücken zu Gebäude 1 vor. Durchhalten! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Der Ghost ist ganz schön badass. Alter Vater. Ja, erst das Ziel, das lenkt die dann ab und dann gehen wir erst die Mitsoldaten und Kolleginnen retten. Krass. Und ich bin einfach mal ein bisschen leise, damit ihr ein besseres Feeling jetzt auch bekommt. Tür aufbrechen. Durchsuchen! Erdgeschoss gesichert, keine Spur von Hassan. Verstanden, erster Stock gesichert. Roger! Kontakt, Gebäude 2! Ist drauf!
An alle Bravos, zu Gebäude 2 vorrücken. Bravo, Raketenfeuer auf Absturzstelle aus Gebäude 2, erster Stopp. Alpha, wir nehmen uns Gebäude 2 vor. Durchhalten. Sieben Eins geht rein. Sie sind hier oben. Achi, der Kunwa hat mich mit Hohn. Oh mein Gott, das ist gut gemacht. OMG. Und unser Dude? Also du bist tot? Mist, da ist einer im Flur. Ghost, feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Shit, ich sehe nichts mehr. Ghost, das war's. Keine Spur von Hassan. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Die brauchen einen neuen Helden. Denk ich mir mal die andere Waffe mit. Von 16. Ziemlich geiles Teil. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Alter, krass. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Mega. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Alcatala hat heftiges Zeug. Soap, wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02, hier Bravo 07, Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Let's go, go, go. Gut, euch zu sehen, Jungs. Fünf sind tot, einer verwundet. Ich hab nur meine Waffe und kaum Munition. Holy shit. Helft mir tragen. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Aber ist es besser mit oder ohne? Ah, mit. Hab Aktivität. Wenn ihr was seht, dann schießt. Angriff! Schützen bei der Mauer! Recht gehabt, Lieutenant! Oh shit, da war einer durchgekommen. Wenn ein Mann einen Mann verletzen muss, oh, es ging zu schnell mit Machiavelli. Was ist das? Fürs Erste.
Ah, das war's fürs Erste. Bremse im Auge behalten. Schön Munition mitnehmen. Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. Verstanden. Luftnahe Unterstützung kommt. Ey, da ist Rauch an der Baumreihe. Alter, shit. Ich sehe nichts. Ja, sehr ein Scheiß. Beschuss! In Deckung! Sie werfen schon ab! Mund noch mit. Ich denke, ich leg mal dann auch bald gleich ein paar Mehrungsminen. Knall sie ab! Weggepustet! Schnell zurück in den Heli. Aber ich habe wenigstens eine Vernährungsminen gelegt. Alles ruhig. Alles gut, Soap? Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauche dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Lieutenant, gepanzerte Fahrzeuge nähern sich. Insgesamt 4. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff bereithalten. Bereit machen. Näht sie nieder. An alle Bravo, Kilo 01 kommt rein. So, Nachfeuer! Luftunterstützung auf Station! Shit. Alter, hier geht's ja ab. Ist ja geisteskrank. Kilo 01, das waren saubere Treffer! War's das? Das will ich doch hoffen. Alles sicher! Kilo 01, keine Bewegung im Umfeld. Danke für die Hilfe. Verstanden, 7-6. Kilo 01, gehen, Bereitschaft. 7-6, schickt einen Vogel für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei. Okay. Holen wir uns den Wichser. Dann holen wir Alpha, uns den du kommst Wichser. Mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Die sind gut gerüstet und ausgebildet. Dank Hassan. Ei. Du hast wohl recht, Lieutenant. Zieht euch das mal rein. Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie genutzt haben. Die Flieger sind noch auf Position. Haltet sie in Reserve. Wir gehen rein. Roger. Sergeant Schwartz. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Alloway und... Fuck! Mann am Boden! Power. Scharfschütze auf dem Dach! Runter! Soap, schalte den Schützen aus! Alle anderen unten bleiben, bis es sicher ist! Scharfschütze tot! Gotcha. Verluste? 7-5 am Boden! Mehr Scharfschützen auf dem Dach! Schalte sie aus! Wie zum Geier sehen die uns? Al-Katala hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Sergeant, du wirst anvisiert. Sergeant, der Scharfschütze. Fuck, der hat ein bisschen besser geschossen als wir. Scheiße, der hat uns der Scharfschütze genutzt. Verluste? Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum ich den Spitznamen Bodenknutscher bekommen habe. Schalte sie aus! Wie zum Geier sehen die uns? Al-Katala hat Nachtsicht.
Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Oh, what the fuck? Puh, hat er mich gut erwischt, der Bastard. Nein! Ich wollte gerade ab... Oh, fuck. Scharfschützen vorne auf deine letzte bekannte... Oh, fuck. Okay, dann muss ich mich öfter bewegen. Okay. Mehr Scharfschützen auf dem Dach! Schaltet sie aus! Also, da jetzt wo... Alcatala 88. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Den habe ich. So, weg hier. Sergeant, der Scharfschütze. Hab noch einen. Hab ihn. Guter Schuss. Gib uns Deckungshaub. Rücken vor. Dann im Fenster. Alcatala macht Druck. Wenn Hassan nicht hier ist, was zur Hölle dann? Wir werden hier draußen aufgerieben. Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch. 7-6, auf das Gebäude feuern, sofort. Ghost, wir wissen. Alter, oh, ich wollte gerade weggehen. Es ist besser aufrecht zu sterben, als auf Knien zu leben. Ja, wunderbare Zitate, aber verdammte Axt, ich würde gerne leben. Katalla hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Vierteiler. Oh, nein. Nein. Bitte. Alter, jetzt wisst ihr erst recht, wieso ich den Namen Bodenknutscher gekriegt habe. Alcatala hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Das ist der erste Streich. Motherfucker. Nimm deinen Kopf weg, 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 weg. So, beweg dich. Jo. Alter, ich beweg mich ja schon. Sergeant, du musst da weg. Die Wichser. Hast du ihn im Visier? Motherfucker. McTavish, Position wechseln! Ah, oh, ich muss weg. Shit. Wo ist er? Hab noch einen! Guter Schuss! Gib uns Deckungshaub. Rücken vor! Alcatala hat sich hier verschanzt. Die bewachen was richtig Großes. Wir werden hier draußen aufgerieben. Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch. 7-6, auf das Gebäude feuern, sofort! Ghost, wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist. Wir haben keine Wahl. Triff das Gebäude, 7-6, aber zerstör es nicht. 7-0-1, fordere Beschuss auf das Gebäude vor uns an. Nicht einsetzen lassen. Weg. 7-6, verstanden. Wir fliegen los. Ah. Komm schon. Überleben. Schnell, Turmmauer. Bewegung. Go, 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 go. Alter, Vater. Yeah. Immer drauf. Endlich haben wir es überlebt. Ein herrlicher Anblick. Ich weiß nicht, ob ich das als herrlich beschreiben würde, aber... Holy fuck, oh, ich krieg direkt Gänsehaut. Gott sei Dank für Luftunterstützung! Ich hoffe, Hassan ist noch in einem Stück. Das erleichtert die Suche. Der Rest meines Teams. An alle Bravos, vorrücken und das Gebäude sichern! Okay, let's go. Gebäude für sichern, Baby. Für uns rein, Sergeant. Finden wir Hassan, tot oder lebendig. Ja, am besten lebendig, ne? 7-1, geh rein. Zurück! Oh, verdammt. Okay. Prüf die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Prüft die Leichen. Ich schieße sicherheitshalber auch immer noch mal auf die. Hassan? Negativ, keine Spur von Hassan. Negativ, HRZ nicht in Sicht. Negativ, hier ist nichts von Hassan zu sehen. Gehen zügig. Einer weniger. Puh. Zwei weniger. Feind erledigt. In die Fresse.
neutralisiert. Damn. Können wir nachladen? Leckelhara! Beide erledigt. Ich bin hinter dir. Die Motherfucker. Ist jetzt die Tür offen? Rücke vor. Verschlossen. Nein, ich will am 16. Spiel haben. Unterwegs sind den ersten Stock. So. Rücke vor zum ersten Stock. Überall nur hier nicht. Na dann. Feind abgehakt. Einer kalt gestellt. Er war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Sehen wir uns mal um. Schau dich um und. Ey, aber Leute, ja, was soll ich sagen? Was die erste Uniform? Mission ist schon mal gleich ziemlich geil. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. An alle Bravos draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Verdammt gute Frage. Ja, schnell raus hier. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltor ist offen. Hab drin was gehört. Verstanden. Sichern wir es. Da hinten waren welche. Habe Kontakt! Alter, der Junge hält was auf. The fuck? Tschüss. Mal hoch. War's das? Alles sicher. So, Schuchen, finden wir raus, was sie verbergen. Über dieses Lagerhaus gab's keine Infos. Okay, was gibt's hier? Gucken wir mal rein dann in den Container. Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistische Raketen. Ein mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6, Charlie an Watcher 1, bitte komm. Was ein Auftakt, ey. Was für eine geile erste Mission. Laswell, hier Ghost, wir haben etwas. Hoffentlich ist das Hassan. Ghost, sieh dir das an.
Ghost, habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Holy shit. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Oh, wie der Konferenzraum aussieht. Geil. Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Qatalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit. Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Damn. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Qatala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Geil. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Scheiße, ist die Grafik geil. Holy fuck. Und damit sind wir in Amsterdam. Und das wird eine richtig, richtig, richtig geile Mission. Vor allen Dingen, weil es ja in Amsterdam auch echt mit eines der grafisch absolut, absolut besten Locations gibt. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Perfekt. Und damit haben wir die erste Mission abgeschlossen. Wir sind in Amsterdam, spielen eine nasse Angelegenheit. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Lass mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Alles klar, in Position. Okay, John, was hast du? Und wir spielen weiter beim nächsten Mal. Also, danke und bis dann. Tschüss.